Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe mir einen Tag freigenommen und bin hier nach Bad Iburg gefahren. Das ist gar nicht weit weg von uns, so 25 Kilometer. Und da ist die Landesgartenschau. Und da habe ich mir gedacht, ich schnapp mir die Kamera, nehme die mal mit und gehe da jetzt mal durch und mache für euch ein kleines Filmchen. Schaut mal, was ich hier im Hintergrund gerade gesehen habe. Kennt ihr diese Platten hier? Das sind diese alten Waschbetonplatten. Die gibt es fast überall umsonst nachgeschmissen, so bei eBay Kleinanzeigen und so. Wie viele Leute sind froh, die loszuwerden. Und hier hat man davon so Beete angelegt. Eigentlich eine gute Idee.
Wachs am Anfang da reingegeben wird, damit die Bienen sich daraus richtige Waben herstellen können. Und das hier ist halt, da wird halt im Winter Zuckersirup eingeführt, damit die Bienen auch im Winter was haben, wovon sie sich ernähren können und damit die halt auch im Winter weiter Honig herstellen können. Ich hoffe, die eingefangenen Bilder und Videosequenzen haben euch ein bisschen gefallen und vielleicht habt ihr ja auch Lust, hier in Bad Iburg mal durchzuspazieren. Ja, das Ganze ist noch bis zum 14. Oktober geöffnet und ich verlinke euch unter dem Video in der Infobox nochmal die Internetseite von dieser Veranstaltung hier. Schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.